Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin der Kai Stüven von der Firma Stüven Kfz Alarm. Wir beschäftigen uns seit über 30 Jahren mit dem Thema Fahrzeugsicherheit und Multimedia. Und ich sitze hier heute in einem ziemlich neuen VW T6 und ausnahmsweise mal nicht in einem California, sondern in einem Transporter, der dem Randy gehört. Und verbaut haben wir hier ein Radio mit Android Auto, Apple CarPlay und DAB von Pioneer als Head-Unit. Eine 5-Kanal-Endstufe von Mosconi und ein ziemlich cooles Soundsystem von SO Audio. Einen sehr flachen Hochtöner und der aufgrund seiner Resonanzfrequenz von 625 Hertz sehr tief runterspielen kann. Und das ist in diesem Auto hier sehr wichtig, weil der Hochtöner hier sehr weit oben positioniert ist, dass man die Stimmen sehr weit hochziehen kann. Und der Hochtöner ist unheimlich pegelfest. Alle Komponenten von SO Audio sind made in Germany. Wenn man die Lautsprecher mal in die Hand nimmt, dann kann man sehen, mit wie viel Liebe die gebaut worden sind. Gerade der Bass ist, sage ich mal, sehr imposant mit seiner Kevlar-Membran. Das sieht sehr, sehr hochwertig aus. Mit dem Gusskorb ist das auch unheimlich resonanzarm und unheimlich pegelfest. Und das war dem Randy auch wichtig, dem das Auto gehört. Zusätzlich haben wir hier nochmal einen 10 Zoll Subwoofer eingebaut mit einer sehr, sehr leichten Membran. Und das Klangergebnis in dem Auto, das haut euch wirklich aus den Socken. Aber das erzählt uns jetzt mal der Randy. Ja, servus Kai, schön wieder bei euch zu sein. Ja, das ist jetzt mein, wie gesagt, mittlerweile 4. Bus. Aber ich hatte jetzt vorhin VW T5. Und da waren auch schon so ein paar Komponenten drin, nur noch nicht mal im Ansatz so dick wie jetzt. Und dieses Fahrzeug wurde ja komplett gedämmt von euch, weil das war mir sehr wichtig. Als ich nämlich dieses Fahrzeug abgeholt habe, die Fahrgeräusche waren sowas von extrem stark. Das Werksradio war verbaut. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Es war eigentlich ein Lachsack im Gegensatz zu jetzt. Ich bin jetzt aktuell gute 2000 Kilometer unterwegs gewesen damit. Bis heute nochmal hier, weil wir jetzt Alarm. Für den Zuschauer genau. Ist ein bisschen blöd, der denkt jetzt, wieso weiß er, wie die Anlage klingt in dem Auto. Du bist ja schon mit dem Auto 2000 Kilometer gefahren mit genau. Musik und Dämmung und Radio und hast jetzt nochmal Alarm und Bierlock einbauen lassen. Genau. Kommen ja auch häufiger mal weg, die Autos, ne? Genau, auch im Bekanntenkreis ist da schon gut was vorgefallen, auch bei uns. Ich komme halt aus der Kieler Ecke, so sage ich jetzt mal, und dort kommen halt auch schnell mal Autos weg. Und mir persönlich war gar nicht so bewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Aber sollte man eigentlich schon machen lassen. Ja, du bist ja eigentlich gekommen wegen dem Dämm, ne? Eigentlich bin ich nur gekommen wegen dem Dämm und ein bisschen eigentlich so eine kleine Soundgeschichte zu machen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber jetzt hast du ja doch ein bisschen mehr gemacht, ne? Jetzt haben wir doch ein bisschen mehr gemacht, auf jeden Fall. Okay, und jetzt mal klare Worte, wie ist es? Ohne Wort, also habe ich keine Worte für. Es ist einfach nur geil. So, ne? Es ist einfach richtig. Was hörst du für Musik? Ich höre hauptsächlich elektronische Musik, sage ich jetzt mal. Also einen sehr basslastigen Sound. Und da haben wir ja jetzt auch gewisse Komponenten verbaut. Ich sag mal so, wenn wir jetzt den Bass richtig hier hochpushen, es ist einfach teils ja schon zu stark. Ja. Es ist ja schon so gut. Ja gut, geschuldet der Endstufe, die natürlich sehr, sehr potent ist. Genau. Und ich sag mal, vom Soundfeeling von vorne her, was sagst du dazu? Mörderisch. Ja. Mörderisch. Wenn ich das nur mal Bekannten irgendwie zeige oder so, ich sag mal, ein Drittel vom Sound mache ich nur an sozusagen, um das einfach nur mal zu zeigen. Und das ist schon, ja, was soll ich sagen? Ich habe, wie gesagt, keine Worte. Ja, das freut mich sehr. Es ist ja auch so, du kannst ja aber auch sehr gut leise hören. Das ist ja jetzt nicht genau. Nur zum Laut hören, das genau. Kannst ja auch leise hören. Genau. Und was man hier in dem Audio auch unheimlich gut machen kann, ist der Einbauplatz von dem Radio. Das ist jetzt ein Doppel-DIN 7 Zoll Pioneer-Gerät drin. Ein günstiges Gerät im Grunde genommen, was aber eigentlich alles kann, was man so braucht. Ich benutze ein iPhone, du benutzt einen Androiden. Ne? Genau. Ja, Android ist definitiv die bessere Wahl fürs Auto, weil natürlich Android Auto mit Google Maps natürlich und mit Waze natürlich die absolute Obermacht ist. Ja. Und DAB-Radio haben wir jetzt ja auch noch da drin, weil der Radioempfang in Autos ist ja meistens so mittelmäßig, weil die Autos heutzutage keine Antenne mehr haben. Hier haben wir eine DAB-Antenne nachgerüstet. Da bist du jetzt ja, sag ich mal, auch ganz weit vorne. Ja, was sollen wir noch lange sagen? Eigentlich kann man nichts dazu sagen. Muss man sich einfach anhören und so ein gedämmtes Auto muss man auch fahren, ne? Definitiv. Es ist brutal vorher hinterher, ne? Definitiv. Also es macht wirklich, macht den Kohl fett, auf gut Deutsch gesagt. Wir haben ja zum größten Teil immer nur California-Busse, wo wir nur vorne die Türen dämmen. Ja. Hinten liegen ja Teppiche drin und so. Aber bei einer Karavelle, also bei so einem klassischen Transporter, ist das nochmal eine richtig andere Nummer, ne? Das kann man jetzt wirklich so, das kann man einfach mal so sagen, ne? Definitiv. Und ich denke mal, es gibt einfach auch viele, die da genauso Bock drauf hätten, aber vielleicht auch gar nicht wissen, wann, wie, wo oder ich mach's vielleicht auch selbst oder so. Du hast ja mal reingeluschert, wie wir dabei waren. Was hättest du gedacht, dass das so eine... Nein. Hätte ich nicht gedacht. Nein, hätte ich nicht. Also da habt ihr, was ihr da jetzt gemacht habt, ja, gut ab, auf jeden Fall, ja. Ja, das freut mich sehr. Also fühlst du dich hier wohl? Ich fühle mich hier mega wohl. Ich steige jeden Morgen ins Auto mit so einem Grinsen und was soll ich sagen? Also es ist wirklich so.
Ja, ich würde sagen, René, recht herzlichen Dank, für die, dass du ein bisschen Zeit für das Interview gehabt hast. Und ich wünsche dir eine richtig gute Fahrt mit der coolen Kiste. Ne? Alles klar, vielen Dank. Alles Gute. Ja, für den Fall, dass ihr auch Rennys Lächeln im Gesicht haben möchtet, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Schreibt uns gerne unten in die Beiträge rein oder schreibt uns eine Mail auf die info@kfzalarm.de oder könnt uns auch gerne anrufen auf der 040 535 5433. Oder wenn ihr euch für die Esso Audio Komponenten interessiert, könnt ihr auch auf die Seite gehen von Esso Audio. Haben sehr schöne Komponenten, die ich wirklich empfehlen kann. Und die sind auch was für Leute, die leise, high-endig hören wollen. Aber das sind auch Komponenten für Kunden, die, sag ich mal, eine wirkliche Pegelorgie feiern wollen. Ja, vielen Dank für euren Besuch auf unserem YouTube-Kanal. Euer Kai Stüven.